Moin Freunde von Campfeeling. Moin. Seid willkommen vom Hof von Tankreisemobile in Dänischen Hagen in der Nähe von Kiel. Da waren wir lange nicht, es war Urlaubszeit, aber wir haben uns wieder hergefunden, wie ihr seht. Und heute haben wir den Francia Yukon 63G im Gepäck. Den würden wir euch gerne mal ein bisschen vorstellen. Francia und Yukon, das war bis jetzt von dem, was wir euch vorgestellt haben, nur auf Mercedes-Basis. Dieser hier ist ein Fiat. Ja, dann fahren wir gleich mal mit der Seitenlinie dieses Fahrzeugs an, die optisch gut gestaltet ist. Denn diese dunklen Rahmenfenster, die passen sich so richtig schön dieser dunklen Folierung an. Und dann das Grau dazu, finde ich, fällt nicht so groß auf, sieht aber edel aus. Ja, hat auf jeden Fall ein schlichtes und zeitloses Design. So sieht's aus. Ja, dann haben wir hier die üblichen Verdächtigen, die 16 Zoll Leichtmetallfelgen. Genau. Dann auf Conti-Bereifung, Allwetter. Ja. Ja, und hier die Front zeigt uns die klassische Front, die ein Fiat-Fahrzeug hat. Ja. Wir haben hier auch Nebelscheinwerfer. Und eine mitlackierte Frontstoßstange, ne? Und auch das, ja, wie man unschwer erkennen kann, ne? Und damit man nicht vergisst, was für ein Fahrzeug man hier fährt, also vom Aufbau her, haben wir hier nochmal das Yukon stehen. Und hier drunter werkelt er 140 PS Motor mit der 9-Gang-Wandlerautomatik. Was eine super Kombination ist, eine Weile war das ja so gar nicht liefer- oder bestellbar. Genau, da hast du recht. Ja. Dann hier die typischen Fiat-Außenspiegel. Genau. Ja, okay, wir sind einmal rum hier. Hier oben fangen wir mal gleich an. Haben wir eine schöne, fast auf komplette Fahrzeuglänge sitzende Markise. Ja. Coole Omnistor, ne? Und dann öffnen wir gleich mal die Tür, um ein weiteres Detail zu zeigen. Da haben wir nämlich genau unter der Markise hier schön auf die gesamte Breite diese Außenbeleuchtung. Genau. Weißt du, was die Außenbeleuchtung noch für einen positiven Nebeneffekt hat? Nein. Nee, ich gehe jetzt mal hier auf den Tritt. Ich hoffe, ich komme mit meinen kurzen kleinen Ärmchen ran. Hier hinter ist eine kleine Sicke. Da ist wie so eine Regenrinne angedacht. Ah, ja. Und das heißt, wenn ihr mal bei Nieselregen die Tür beim Kastenwagen offen habt, kann das nicht so schnell das Interieur vollsauen mit dem Wasser. Ja, nicht nur Nieselregen, ne? Sondern wenn es mal richtig schifft und das läuft hier immer runter, dann läuft es erst hier hinten weiter genau. An der Seite runter. Ne? Das ist das Ding und das ist natürlich eine tolle Sache. Ne? Ja, dieser Tritt ist ca. 70 cm breit. Das ist wirklich sehr üppig. Ja, da haben wir viele schon gezeigt, die kleinere haben. Aber ich finde diese Breiten schön, weil die nämlich genau diese gesamte Breite hier auch ausmachen. Und das ist irgendwie bequemer, raus und rein zu gehen. Da kann man nicht daneben treten. Das stimmt, das ist in Ordnung. Ja. Und was hier wieder das Hassobjekt von uns beiden ist, ja. Mach's mal bitte zu. Also ihr es könnt ja, das... Es hat ja seine Bewandtnis, aber ich bin irgendwie immer wieder... Achtung! Ja, ich füll mir mal drauf, so und dann stößt der Stoß... Genau, das stößt immer gegen und man erschrickt sich, weil man es wirklich tatsächlich immer vergisst. Ja. Zumindest wenn man auch andere Fahrzeuge gewohnt ist, die es nicht haben. Genau. Wir persönlich empfehlen euch, das abschrauben zu lassen oder macht selber, es sind zwei kleine Kreuzschrauben, weil... Wir finden es einfach nervig und irgendwann leidet da, glaube ich, auch das Material drunter, wenn das immer gegenkloppt. Ja gut, aber viele Leute, die vielleicht in den Bergen campen und sich nicht auf Keile stellen wollen und die stehen immer so, die mögen es dann wahrscheinlich wieder. Ne? Man ist eben, wie Robert schon sagt, oft in Gedanken, die Tür ist auf, so mit Schwung zumachen und dann knallt das garantiert einmal dagegen. Ne? Naja, ist wie es ist. Das nur mal so als kleiner Fakt am Rande. Hier unten jetzt haben wir... Ja, hier genau, hier haben wir den Schieberegler, könnte man sagen, für die Grauwasserentsorgung. Hier auch nochmal mit Bild gut dargestellt. Aber man muss dazu sagen, nicht, dass ihr denkt, darunter ist nur so ein kleiner Becher, ne? hier abgebildet ist. Nein, es ist ein großer Tank. Genau, 80 Liter haben wir oder 85 Liter Grauwasser. Genau. Das ist in Ordnung. Und weil wir beim Grauwasser sind, haben wir jetzt quasi den perfekten Übergang zum Frischwasser. Genau, das füllen wir nun hier ein. Ohne Abdeckklappe jetzt zwar, aber immerhin gekennzeichnet als Frischwasser. Ne? Ja, dann hier auch nochmal das kleine Bild. Das erinnert mich immer so ein bisschen an den Zahnarzt. Ne? Ja, genau. Ja, und der Frischwassertank hat um die 110 Liter. Das ist in Ordnung. Kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Aber ich hätte mir auch hier eine Staubschutzklappe gewünscht. Das weiß ich, Robert. Klassisches Fiat-Heck, muss man nicht viel dazu sagen.
Das stimmt. Aber er fällt auf jeden Fall nicht gleich so auf. Und jetzt, da haben wir, wie du das vorhin schon gut gesagt hast, die Rückfahrkamera, ne? Ja, hier drin. Ja. Ja, ansonsten hier ohne Heckfenster in diesem Fall. Ja, und dann wollen wir doch gleich mal reingucken. In die geheimnisvolle Höhle. Ja, weil wir schon einmal bei Frischwasser waren. Den Frischwassertank, also man kommt an den Frischwassertank ran, indem man dieses komplette Ding hier anhebt und diese Klappe, die wir euch jetzt einblenden, einfach abnimmt und dann kommt man an den Tank ran. Genau, so wie ihr es jetzt, denke ich, ganz gut gerade gesehen habt, ja, ist das wirklich relativ einfach und simpel. Das ist in Ordnung. Da oben, Nils, haben wir nochmal zweimal USB. USB. Ja, genau. Alles andere, was drin ist, erklären wir euch nachher, wenn wir drin sind in der guten Stube. Bevor wir zu diesen beiden Fächern kommen, einmal ganz kurz hier rein. Wenn man diese Polster und diese Bretter hier rausnimmt, die dienen dazu, um noch eine Schlafmöglichkeit im Fahrzeuginnenraum zu kreieren. Vorne an der, ja, Dinette, ne? Dann findet ihr die jetzt von uns eingeblendete zweite Aufbaubatterie. Also beide Aufbaubatterien. Ja, na klar, beide Aufbaubatterien, inklusive Ladebooster und noch ein Fach, was sich hinter den Schranktüren verbirgt. Ne? Ja, ansonsten hier klassisch für 2 11 Kilo Gasflaschen, die in diesem Fall hintereinander stehen. Ja, kann man mit leben, denke ich. Hier haben wir noch ein Duo-Control und einmal einen Crashdämpfer mit verbaut. Genau. Na, wollte der alte Mann jetzt nochmal wirklich gucken, ob ich auch das richtig erkannt habe? Ja. Ja. Alles Alter. Gut, ja. Und aber welcher alter Mann eigentlich? Ach komm, mach die Klappe zu. Nicht, also die Kofferraumklappe. Ach so. Mann. Guck mal. Hier verbirgt sich nämlich noch ein Fach, wo eine Außendusche drin liegt. Genau, da habt ihr hier die Möglichkeit. Da seht ihr, stöpselt ihr das Ganze ran und dann könnt ihr euch im Notfall hinten auch mal abbrausen oder vielleicht den vierbeinigen Freund, der, genau, euch begleitet oder was auch immer. Ja, und dann kommen wir noch mal kurz zu dem, was unter den Matratzen liegt, nämlich ein Lattenrost. Ja. In der Mitte ist noch ein normales Brett. Genau, weil ihr könnt euch das ganze Bett ja auch, ja, hochnehmen. Genau, ne? Das zeige ich dann. Hab ich ja eigentlich schon angedeutet, als wir den Wassertank gezeigt haben. Hier dann auch wieder Lattenrost. Und dann, ausreichend dicke, ja, Kaltschaummatratze. Und wie gesagt, und wenn man was transportieren möchte, dann kann man das eben so anheben. Da muss man die Matratze zur Seite machen, hebt es an und fixiert es dann. Ne? Okay, wunderbar. Und jetzt vielen Dank. Ja, bitteschön. Ja, und auf dieser Seite finden wir dann unseren Landstromanschluss. Ja, hier ist es wieder ganz gut gemacht jetzt. Also mit der Klappe. Mhm. Ja, ja, das find ja Robert gut, diese Abdeckklappe. Ja, ne? Also aber falls ihr mich jetzt gerade ein bisschen bekloppt angehört habt, wir hatten gerade beide so einen Lachflash, weil wir wieder unten Dünnef gequatscht hatten. Ja, manchmal sind wir auch albern dabei und dann lachen wir uns fast scheckig und dann müssen wir 10-mal dieselbe Szene wieder anfangen. Aber jetzt ist es uns gelungen, wieder richtig ernst zu sein. Gott sei Dank, ne? Ich habe schon richtig Bauchschmerzen, ja, gehabt. Anhand dieses Fensters sehen wir, hier oben befindet sich unsere Nasszelle, beziehungsweise das kleine Bad. Ja. Und natürlich passend darunter. Also ich sehe nichts und die Zuschauer auch nicht, aber du hast es uns ja quasi jetzt gut erklärt. Naja, das ist das Fenster vom Bad. Ja, okay. Klar, ne? Und darunter passend natürlich dazu haben wir dann hier unsere Toilettenbox. Die können wir wie immer rein- und rausschieben. Diesmal auch wieder von Tedford eine. Ja, genau, die längliche Version. Es gibt ja mal die breiteren und etwas kürzer dafür. Ich wollte bloß sagen, das hier ist auch alles sehr gut gemacht, wenn wir, dass hier nichts nehmen geht, das gefällt uns gut. Ja. Und Nils, Fassungsvolumen haben wir zwischen 18, also rund 18, ne? 18 bis, ja, 20 Liter. Genau. Damit kommt man in der Regel relativ gut hin, je nachdem wie üppig das Frühstück und die Mahlzeit am Tag war. Aber ich denke, die meisten kommen damit gut aus. Dann haben wir hier den Ausströmer für die Trumaheizung. Ja. Ja, und mehr gibt es hier außen schon gar nicht weiter groß zu sagen, außer natürlich, das haben sie diesmal gut gemacht. Guck mal, selbst hier gibt es jetzt einen Aufkleber drauf, ne, mit einer Zapfsäule. Das stimmt, den würde ich mir allerdings abmachen, weil das hat immer die Charakteristik eines Mietfahrzeuges.
ne, als hättest du den irgendwo ja, bei, ich will jetzt die Namen nicht nennen, von großen Mietfirmen, da ist das ja auch mal so abgebildet. Das würde ich mir abmachen. Ja, bloß beim Frischwassertank macht es ja Sinn, ne? Ohne Frage. Wie oft hat man das schon mal gehört, weil das ja auch so ein runder Deckel ist, dass da einer einen Diesel reingetankt hat. Das ist was anderes, aber naja, es ist halt immer eine persönliche Geschmackssache, ohne Frage. So, jetzt seht ihr es hier drunter, Diesel-Einfüllstutzen und AdBlue-Einfüllstutzen, ne? Genau, kommt da gut ran, das ist in Ordnung. So, Robert, wir haben nicht viel Zeit. Jetzt machen wir drin weiter. Jo, dann hopp hopp. Ja, Freunde, nun stehen wir drin im Yukon 63G. Punkt. Punkt. Kann man jetzt sehen, oder? Ja. Wie bekanntlich in all unseren Fahrzeugvorstellungen, Roomtouren, fangen wir bei jedem Fahrzeug immer wo an jetzt? Im? Habe ich vergessen. Oh Gott, im Führerhaus. Ach also, ja. Wir gehen ins Führerhaus. Siehst du. Wir sitzen zwar drin hier im Franke Yukon. Sehr schönes Fahrzeug. Den der ein oder andere von euch kennen das Cockpit des Ducato der Serie 8. Das ist noch Serie 8. Serie 9 ist ja jetzt auf den Markt gekommen. Die ein oder anderen von euch, die jetzt vielleicht in Düsseldorf auf dem Caravan-Salon unterwegs sind, werden die Serie 9 kennenlernen. Da hat sich aber äußerlich signifikant nicht viel verändert. Da sind so ein paar kleine Veränderungen unterm Blechkleid vollzogen worden von seitens Fiat. Deshalb hier Ducato Serie 8. Sehr schönes Fahrzeug. Dreispeichendes Sportlederlenkrad mit Multifunktion und diesen kleinen Alu-Applikationen hier ringsherum. Beziehungsweise angedeuteten Alu-Applikation. Das klingt ja auch gut. Alu-Applikation, das ist natürlich Kunststoff, macht aber trotzdem einen sehr netten Eindruck und wertet den Innenraum doch für uns persönlich auf. Ja. Ja. Ansonsten hier haben wir aus dem Hause ZF die 9-Gang-Wandelautomatik. Die ist sehr gut. Die bietet der Fiat seit Ende 2019 an ihren Fahrzeugen so an. Uns persönlich gefällt das gut und die absolviert auch wirklich sehr souverän ihren Dienst. Das macht Sinn. Dann haben wir hier ein vernünftig großes Pioneer-Radio. Das Ganze ist gekoppelt mit der Rückfahrkamera, so wie ihr das jetzt quasi eingeblendet seht. Das ist ganz gut, sinnvoll. Ansonsten haben wir einiges an Assistenzsystem hier bei dem Fahrzeug mit an Bord. Wir haben Regensensor, Lichtsensor, wir haben Spurhalteassistent oder ja, doch Tempomat ist dabei. Freisprecherrichtung ist klar, Limiter ist dabei, das ist in Ordnung, Reifendruck, Kontrollsystem. Dann haben wir noch die Bergabfahrhilfe, die funktioniert bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und dann lockt die sich aus. Ja, ansonsten sinnvoll finde ich auch immer dieses gekühlte kleine Handschuhfach, das macht wirklich Sinn, gerade jetzt im Sommer, wenn die Temperaturen wirklich heiß sind, kann man sich hier vorne noch mal eine Flasche Wasser oder was auch immer für ein Getränk reinlegen oder mal irgendwie einen kleinen Schokoriegel für unterwegs, ohne dass das gleich warm wird und kaum noch genießbar ist. Ja, und dann hier unten drunter ja das andere klassische Handschuhfach immer noch, ne? Genau, hier haben wir das ganz normale Handschuhfach, Getränkehalter. Dann haben wir hier eine manuelle Klimaanlage. Das ist gerade im Kastenwagenbereich, finde ich persönlich ausreichend. Wer natürlich sagt, ich hätte gerne eine Klimaautomatik, die könnt ihr natürlich wählen, kostet dann natürlich auch mehr Geld, aber die ist dazu konfigurierbar. Dann haben wir hier unser Plissiersystem. Ich sage immer ja liebevoll mit Nils, das sieht immer ein bisschen aus wie eine Muschel. Das ist ganz nett gemacht. Und von vorne ist das für Fahrer und Fahrer getrennt zuziehbar. Das könnt ihr ja über die Kamerasysteme drüber ziehen. Und dann könnt ihr euch das hier schön dunkel und muckelig machen. Das ist in Ordnung, funktioniert gut. Ja, genau, und das auf beiden Seiten, ne? Genau. Logischerweise. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal die Sitze an, ne? Ja. Ja, kommen wir zu den Sitzen. Die gefallen uns sehr gut. Außen Leder, Kunstleder, kein Echtleder. In der Mitte haben wir Stoff. Sieht sehr gut aus. Dann haben wir oben nochmal das Yukon-Logo noch oben mit eingearbeitet. Das macht einen guten und wertigen Eindruck. Eins jedoch ist dazu gesagt, das sind keine reinen Teilledersitze, sondern das Überzieher. Kann man jetzt so und so sehen, kann positiv wie negativ betrachtet werden. Per se an sich ist nicht schlecht, wenn es doch wirklich mal nach ein paar Jahren nicht mehr so schön aussieht, kann man die abziehen, sich neue bestellen oder man
bestellt sich die Sitzüberzüge seiner Wahl. Das liegt natürlich bei jedem selbst. Man kann sozusagen Bäumchen wechselig machen. Positiv dagegen ist, dass auch Frank ja gesagt hat, wir geben hier die paar Euro mehr aus und beziehen auch die Armlehnen mit, weil das hast du ja bei vielen Herstellern, die dann nur Überzieher verwenden, die dann sagen, ja gut, dann lasse ich hier das Original. Mhm. So macht es einfach nicht nur einen wertigeren Eindruck, sondern es ist auch angenehm. Dann kommen wir nach oben, hier Stehhöhe. Wir haben jetzt quasi hier den H2 von der Dachhöhe. Das ist okay, ihr habt hier oben kein Fach zusätzlich dabei. Da bin ich ja immer ein großer Freund von. Zumindest diejenigen von euch, die unsere Videos regelmäßig gucken, wissen, dass ich beim Kastenwagen das Fach gerne habe. Gut, ich bin jetzt auch nicht der Größte. Aber selbst Robert würde sich daran stoßen. Ja, bei uns ist das auch schon vorkommen, aber ich mag das Fach, weil man es ganz gut nutzen kann. Ja, ein gutes Staufach noch zusätzlich. Genau, hier habt ihr es nicht. Ihr habt hier links und rechts zwei kleine Staufächerchen. Das ist in Ordnung, um hier wirklich Kleinigkeiten mal unterzubringen, aber besser so als gar nicht. Ne? Ja, genau. Dann über uns haben wir ein vernünftig großes Bügelhäkchen. Das ist in Ordnung. Einmal mit Plissé und einmal mit Insektenschutz. Das ist in Ordnung und ist für die Fahrzeuggröße vollkommen ausreichend. Hier oben haben wir von unserer Truma Kombi 4 das digitale Bedienpanel. Das ist in Ordnung. Ihr habt ja auch Truma iNet Ready mit an Bord. Da bräuchte ihr dann noch das Empfängermodul im Modul. Mhm. Das kann man sich dann nachrüsten. Und dann könntet ihr euch rein theoretisch die Heizgeschichte und Boilergeschichte auch mit Bluetooth über eine App ansteuern. Dann haben wir hier unser digitalisiertes Bedienpanel. Das ist aus dem Hause Frankia, aus dem Hause Pilot, Entschuldigung, aus der Pilotgruppe. Ist klar, Frankia gehört mit zur Pilotgruppe und dann hat man sich natürlich, wenn es Konzerngeschwister sind, dementsprechend hier beim Mutterkonzern. Ist doch klar. Macht ja jeder so, ne? Das ist in Ordnung. Und den Piloten, wie sie sich auch gerne selber nennen oder wie du dich auch manchmal nennst, ein bisschen Spaß muss ja auch sein, gehört auch dazu, den ist das, denke ich, geläufig, den einen oder anderen. Kommen wir zur Dinette. Hier haben wir einen vernünftig großen Tisch. Den kann ich mir hier auch nochmal erweitern. Das ist in Ordnung. So, wenn ich dann hier sitze und ich vielleicht doch mal zu dritt oder zu viert unterwegs bin, dann oder Besuch im Reisemobil habe, dann ist das in Ordnung. Hier die Sitzbank finde ich persönlich gut gelöst. Die macht einen guten Eindruck und auch ausreichend bietet sie Platz für zwei Erwachsene. Das ist ja manchmal bei manchen Kastenwagen so, dass man sich da ziemlich, ich sag mal, fast genötigt fühlt, dort zu sitzen. Das Problem habt ihr nicht. Das ist in Ordnung. Und ihr könnt euch auch diesen Bereich umbauen als Schlafplatz. Das, was Nils vorhin schon draußen ab. Ja, und das ist auch, wie ihr seht, das ist auch eine riesige Sitzfläche hier, ne? Also genau, ich meine, da fühlt man sich nicht genötigt, dass man da irgendwie Fahrer- und Beifahrer sitzen, beide Captain Chair, beide Treber. Hier unten haben wir noch ein Fach, da blenden wir jetzt mal ein Bild mit ein. Das ist immer ganz gut und sinnvoll, um da vielleicht ein paar Schuhe oder andere Sachen reinzulagern. Da habt ihr nochmal Platz, um das ein oder andere unterzubringen. Genau, und unter der Sitzbank, die wir gerade gesehen haben, dass du es ansprichst, blenden wir euch auch mit ein. Da befindet sich unsere Bordtechnik und unsere Truma Kombi 4 und unser Namen, gibt es das? Frostwächter, mein Gott. Naja, so manchmal siehst du? Fehlt der eine oder andere. Vorhin hat er noch zu mir gesagt, der Alte. Wird er selber alt schon? Naja, geht auch Richtung 40 mit großen Schritten. Oben drüber haben wir ein Schrank, Oberschrankelement mit Rausfallkante, schön groß, vernünftig. Auch hier hinten nochmal, dass das alles wirklich solide verarbeitet ist und nicht offen. Es gibt ja den einen oder anderen, der kennt es, hinten ist offen. Finde ich persönlich immer nicht so schön. Das Ganze gefällt uns gut. Da, wo Nils gerade hin zeigt, leuchtet, wie auch immer, haben wir einmal Antenne und 12 Volt Anschluss für unser TV-Gerät. Und das ist der Lichtschalter. Und hier oben drüber könntet ihr euch dann noch die Kabel reinziehen, also der Kabelschacht. Ja, und hier ist dann die Wand, wo das TV-Gerät Platz finden könnte, ne? Genau. Wenn es denn möchte. Das liegt natürlich bei jedem selbst, ob er das möchte oder nicht. Aber ich würde sagen, wir machen mal einen Schwenk. Kommen wir zu unserer Kücheneinheit. Das ist ganz gut gelöst. Wir haben hier das ganze Element als Arbeitsfläche. Das ist wirklich gut, weil hier kann man wirklich vernünftig drauf arbeiten. Genauso wie hier.
Das machen wir uns auf. Da finden wir hier drunter. Na, ja, so. Da finden wir hier drunter ein zweiflammiges Gaskochfeld. Das Ganze funktioniert mit Piezozündung, warum sie jetzt auch immer gerade nicht funktioniert. Aber er hat auf jeden Fall Piezozündung mit an Bord. Und das hier fanden wir ganz nett, denn wir haben hier Schneidefläche oder Arbeitsfläche gepaart mit einem herausziehbaren Schrank. Und da kann ich natürlich dann hier unten. Das ist nicht schlecht, ne? Das ist eine clevere Lösung. Sachen reinmachen und vielleicht auch Getränke, Flaschen etc. Das ist ja dafür auch vorgesehen. Und vielleicht auch Mülleimer oder was auch immer. Also das liegt dann bei jedem selbst, ne? Und hier haben wir unsere kleine Spüle. Typisch im Kastenwagenbereich, da sind sie ja eh nicht so überüppig. Da kann ich dann hier auch vernünftig abwaschen, mir hier mein Besteck bzw. mein Abwasch hinlegen und abtrocknen. Das ist ja das Coole ist, ansonsten klappt man nämlich das auf und dann hat man die Arbeitsfläche weg. Genau. Und so schiebt man sich die Arbeitsfläche zur Seite und kommt trotzdem ans Waschbecken, ne? Genau, das geht auch super smooth, das ist in Ordnung. Ansonsten haben wir hier im kompletten Fahrzeug Plissés und auch Insektenschutzgitter verbaut. Dann hier unten drunter auch nochmal ein schöner Schrank. Ach, und hier ist noch der Mülleimer. Siehst du, da habe ich das nämlich gerade, vergesst das, was ich gerade nämlich gesagt habe, wir können dort einen Mülleimer reinmachen. Das habt ihr hier. Also das ist natürlich super gelöst. Ja, auch das ist wirklich den gut. Platz gut genutzt. Das muss man Frank ja oder Yukon ja auch so lassen. Und hier haben wir Softclose. Möchte aber auch heutzutage sein. Wer es nicht mehr hat, finde ich, das ist dann einfach nicht mehr zeitgemäß. Ne? Das ist okay. Und dann haben wir unten noch einen größeren, um vielleicht Töpfe oder Pfannen unterzubringen. Das gefällt uns gut. Das hast du nämlich noch nicht erwähnt. Ne? Genau, hier haben wir einen Lichtschalter für unseren vorderen Bereich. Hier genau. Oben drüber haben wir noch einen vernünftigen Schrank, um vielleicht kleine Gewürze etc. unterzubringen. Das gefällt uns gut. Macht Sinn. Und übrigens, das haben wir nämlich vorhin vergessen, wir haben hier auch ein Insektenschutzgitter, was über die ganze... Ja, stimmt. Hätte ich vorhin schon erwähnen können, ja. Genau, so. Kommen wir zum Kühlschrank. 90 Liter, ne? Jetzt nicht der Riese, aber für den Kastenwagenbereich finde ich dennoch ausreichend. Kann man auf jeden Fall gut mitarbeiten. Kompressortechnik, das ist okay. Ne? Hier unten drunter haben wir einen vernünftigen Kleiderschrank oder was man auch immer hier unterbringen möchte. Auf jeden Fall ist eine Stange mit dabei. Den Boden kann man rausnehmen, den Zwischenboden. Und dann hätte man einen großen Kleiderschrank, wie Robert das schon so sagt. Ja. Oder man legt eben ein paar T-Shirts und Hosen und sowas dabei ab. Und dann, ne? Haben wir auch soft schließende große Schranktür. Ich habe das jetzt nochmal überschwänglich erwähnt. Sind so kleine Sachen, kann man mit erwähnen. Wenn wir einmal hier sind, wir haben ja einmal die Decke hier auch wirklich schön mit Stoff bespannt und unterschäumt nochmal, das ist sehr schön. Und das gleiche finden wir auch hier nochmal in unserer Dinette wieder, dass man sagt, man hat das hier wirklich vernünftig nochmal vorgearbeitet, gefällt uns gut. Ist natürlich immer eine Geschmackssache, wie alles im Leben. Kommen wir zur Nasszelle. Ich habe schon meine kleinen Schüchen ausgezogen, da hüpfe ich mal rein. Hui. Das ist gut gemacht. Gerade mit der Banktoilette, die ziehen wir uns hier einfach vor, wenn wir unser Geschäft verrichten wollen. Das ist in Ordnung, kommt man gut ran, passt. Wichtig ist nur, wenn ihr draußen an eure Chemietoilettenkassette müsst, müsst ihr immer diese Bank in dieser Position haben, weil sonst kommt ihr nicht ran. Mhm. Ja, dann haben wir hier unser Waschbecken, das ist ganz nett gelöst. Weißt du, an was mich das hier erinnert? Nee. Kennt ihr diese komischen Plastik-Kunststoffkatzen, diese goldene, diese Winkelmietzen? Ja, ja, genau. Ja. Ja. Ausreichend finden wir, um Hände zu waschen, Zähne zu putzen. Das geht echt klar. Dann haben wir hier noch ein offenes Schränkchen, sagen wir es mal so. Das kann man ja dann so lösen, wie ihr es bei eurem Adria damals hattet. Das, wie du letztens schon gesagt hast, die kleine Kulturtaschen, dass man die hier unterbringt, dass das nicht so rumrödelt und glödelt. Ja. Und dann könnt ihr das Ganze hier zur Seite schieben und habt das hier nochmal.
persönlich. Oh, ich übernehme mal ganz kurz die Kamera, Nils. Guck mal hier um die Ecke. An was erinnert dich diese Wandstruktur? An Beton. Oh, du bist eine Pappnase. An dein Pilot. Ja, na klar. Oh, ja. An Betonwand, ja. Weg ist der Beton. Ja. Gut, Kleiderhaken. Gut, Handtuchhalter. Kleines Hegi. Und vernünftig nochmal ein Fenster, ne? So, hier unten habt ihr eine Holztreting drin. Stehhöhe seht ihr jetzt von der Dusche hier unten eingeblendet. Und dann können wir uns das Ganze mal angucken und ihr seht, wir haben hier einen zentral gelegenen Abfluss, das ist in Ordnung. Dusche ist beheizt und beleuchtet. Gut, das sind Standardsachen, denke ich, kann man aber mal trotzdem mit erwähnen. Für diejenigen von euch, die jetzt vielleicht erst neu im Camper-Segment ankommen oder sich. Aber ich muss gleich mal was dazu sagen. Oft heißt es ja, wenn man zwei Abflüsse hat, ist es besser, wenn das Ding mal schräg steht und so weiter und so fort. Aber dafür ist dieser eine hier schön groß. Ich habe gerade heute Morgen in unserem Wohnmobil auch wieder geduscht und war just begeistert, wie schön und wie schnell das da alles abläuft. Ja, ich habe bei mir im Bürsten auch bloß einen. Ja. So, dann habt ihr hier die Schiebetür. Auch hier wirklich raumsparend gearbeitet, das gefällt uns gut. Und dennoch für einen Kastenwagen eine angenehm große Dusche. Ja, ich finde das schön mit diesen Schiebetüren, mit diesen Lamellen. So. Das wirkt auch so, wenn es zu ist, irgendwie auch edel. Ne? Auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch einen wirklich vernünftig großen Kleiderspiegel. Hier hätte ich mir gewünscht von Yukon oder Frankia. Ja, genau, ich weiß, was jetzt kommt. Hier vielleicht noch einen Kleiderhaken oder zwei Kleiderhaken hinmontiert hätte. Kann man sich nachordern, gar kein Problem. Aber ich finde, man hätte es auch von vornherein dort platzieren können. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schlafabteil. Ne? Komm, geh ins Bett. Ja. Hier haben wir noch eine Pappkiste liegen, eine Pappschachtel. Das ist die Kurbel für die Markise. Eine olle Pappschachtel. Genau, wie du sagst, für die Markise. Dann hier gut positioniert haben wir die Lichtschalter für unser Fahrzeug, wenn nochmal nachts jemand auf Toilette muss oder man irgendwie sich hier zurechtfinden muss in seinem Fahrzeug, kann man das tun. Ja, dann haben wir ringsum vernünftig große Oberschränke. Zumindest im Kastenwagenbereich sind die vernünftig, wenn man bedenkt, dass 6,36 Meter die Länge ist und wir ein H2-Dach haben. Das heißt, wir können ja nicht Elende nach oben bauen. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier hinten haben wir auch nochmal ein vernünftig großes Schrankelement. Das finde ich ja immer gut, wenn man da hinten nicht die nackten Scharniere von den Türen sieht, sondern wenn da noch ein Schrank ist. Genau. Über uns haben wir ein Bügelheki. Hier können wir auch nochmal Klamotten reinmachen, kleine leichte, vielleicht Unterwäsche, Socken, T-Shirts. Für T-Shirts ist es vielleicht prädestiniert, ne? Und hier haben wir auch nochmal zwei Schränke. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier nochmal ein kleines, schmales Schränkchen. Sogar mit Kleiderstange. Ja, du für vielleicht für Hemden. Blusen, Hemden. Ja, ist doch super. Finde ich auch. Auch die schließt mit Softplus. So, und dann dort, wo dein Bein jetzt ist, Robert. Hier. Da, ja, genau, da pack mal weg. Da haben wir ja auch nochmal. Da habt ihr hier die Möglichkeit, nochmal Klamotten einzuladen. Ja, und das ist nämlich auch nicht schlecht. Ne? Das ist eine richtig große Staumöglichkeit nochmal. Ja, und hier haben wir nochmal ein Fach. Aber Freunde, das finde ich persönlich jetzt nett gedacht, aber nicht ganz so nett gelöst, weil das ist jetzt, hänge ich hier was rein, schön und gut, aber dann habe ich doch Staub, der sich in den Klamotten irgendwie jedes Mal auffängt, gerade wenn ich dann hier drauf mich siele in der Nacht, ist es so, dann hätte ich mir hier irgendwie gern nochmal, und wenn es nochmal so ein Rollladensystem gewesen wäre, whatever, gewünscht, aber trotzdem schön, dass ja, praktisch ist es auf jeden Fall. Ne? So, dann zu den Betten. Die Maße seht ihr jetzt hier oben mit eingeblendet. Die sind ausreichend groß und auch die Kaltschaummatratzen sind dick genug. Das ist in Ordnung. Kann man nicht meckern. Kann man auf jeden Fall, jetzt hätte ich fast drauf gesagt, drauf arbeiten. Aber man kann auf jeden Fall kann man aber auch, sich gut drauf
niederlassen. Ja. So ist es vielleicht besser ausgedrückt. Unter mir, die zwei Stufen könnt ihr auch noch nutzen. Das zeigen wir euch mal. Ich komme mal kurz runter. So, dass sie dann, kannst du mal über meine Schultern kommen. Oder kann man das einfach ja, in der Kamera? Ja, sieht man, ja. Das ist in Ordnung. Auch hier kann man nochmal Kleinigkeiten. Ja, da kann man Schuhe und was weiß ich unterbringen. Das ist zwar in dem Moment jetzt keine Durchlade, wie es manche Kastenwagen haben, aber ich finde, so riesige, sperrige Dinger will ich mit meinem Wohnmobil nicht dauernd transportieren. Ich finde das gar nicht so schlecht hier, diese Lösung. Ja, und so ist ja auch für jeden Käufer irgendwas dabei oder für jeden Kunden. Der eine will das, der andere das und ich würde sagen, wir kommen zum Endfazit. Ja, Freunde, nun sind wir durch mit einem Frankia. Sind wir das? Yukon. Ja, wir sind. 63G. Unseres Erachtens eine Alternative zum Yukon auf Sprinterbasis für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte gern in Frankia fahren und dann aber nicht über 100.000 Euro kommen, was ja mit dem Yukon auf Sprinterbasis dann auch ganz schnell geht. Ja, ganz locker, ja. Ja, ne? Designtechnisch, Nils, muss ich ehrlich sagen, frisch, anders. Durch das Weiß macht man natürlich in Kastenwagen optisch innen drin ein bisschen breiter, als er in der Realität ist. So sieht's aus. Das Schwarz und Anthrazit, was sich hier und auch dieses türkisfarbene, dunkle türkisfarbene, was sich hier wiederfindet im Fahrzeug an Farben, lockert das Ganze auf und lässt nicht ganz wie eine Zahnarztpraxis aussehen. Ja, man sieht auch, dass das Frank ja zur Pilotgruppe gehört. Hier gibt es viele Dinge, die auch im Pilot zu bewundern sind. Aber das soll nicht Schlechtes bedeuten. Ne? Nee, also, der Pilot ist ja auch keine schlechte Firma. Ich wollte gerade sagen, das kann ja auch befruchtend sein, sowas. Ne? Wenn Firmen zusammenarbeiten oder in einem großen Firmenkonsortium zusammen sind, da kann einer aus dem Bauteil des anderen stibitzen. Und dann nimmt man ja meistens nicht die schlechten Sachen, sondern immer die guten. Ne? Zumindest hofft man das, geht davon aus. Man nennt es ja auch das modulare Querbaukastensystem. Das ist ja was zum Beispiel Autokonzerne auch schon lange nutzen. Ja. Ne? Siehe Volkswagen, Audi, alle, die da zusammengehören. Und so ist es halt einfach bei der Pilotgruppe. Da gehört Frankia dazu, da gehört Yukon dazu, da gehört Laboyeur und wie sie alle heißen, Moveo dazu. Und dementsprechend ergänzt man sich. Es gibt so bestimmte Fahrzeuge, die dann ihren eigenen Stiefel fahren. Ne? Ja. Aber im Großen und Ganzen sind es Konzerngeschwister. Und dann ist klar, dass man das ein oder andere Element dann einfach auch übernimmt. Ansonsten preistechnisch, Nils, du sagst heute mal den Preis. Ja, siehst du, heute bin ich der Preisboy. Ja, also das Fahrzeug kriegt man nicht nur unter 100.000 Euro, sondern das kriegt man sogar unter 90.000 Euro, sogar noch unter 85.000 Euro, wollen wir mal genau sein, 82.990. Genau, es kommt natürlich immer darauf an, wie ihr euch das Fahrzeug unterm Strich nachher konfiguriert. Aber so wie er jetzt hier dasteht, ne? Wir haben ja eigentlich gar nicht alles komplett erwähnt. Wir haben hier auch noch ein Solarpanel oben drauf auf dem Dach. 100 Watt. Diese 100 Watt, ja, dann haben wir die zweite Aufbaubatterie, die haben wir ja schon gezeigt gehabt. Und dann die Assistenzsysteme, die Robert erwähnt hat. Dann den großen Bildschirm, Navigationssystem. Hilf mir, Robert, was haben wir noch? 90 Liter Dieseltank. Ja, dann habt ihr beheizbaren Frisch- und Grauwassertank. Ihr habt hier Plissés, ihr habt abgedunkelte Rahmenfenster. Genau. Frankia-typische Qualität. Automatik getrieben. Wollte ich gerade sagen, 140 PS kombiniert mit Automatik, dann das 3-Speichen Sportlederlenkrad. Also das alles in allem ist ja schon sehr gut ausgestattet. Das Einzige, was, wenn man das gerne möchte, würde wollen, was man noch nachrüsten würde, könnte, wie auch immer, wäre eine Anhängerkupplung und vielleicht noch halt Sattanlage und TV-Gerät. Das liegt aber immer bei jedem selber, ob er das unbedingt oder Fahrradträger, braucht. Fahrradträger oder Anhängerkupplung, also. Aber im Prinzip, um das Fahrzeug einzuräumen, um loszufahren in den Urlaub und das auch alles zu genießen, dafür ist er schon mal komplett fertig. Ja, also doch, das muss man sagen. Und man hat vernünftig Platz für zwei Personen auf jeden Fall. Und auch selbst wenn ihr sagt, ihr seid zu dritt unterwegs, ist das umsetzbar. Was wir noch vergessen hatten, ich sag's euch jetzt aber noch, wir haben hier unten drunter, jetzt wollte ich vorhin nur mit ansprechen, ich habe es aber echt verpeilt, wir haben hier unter dem Tisch haben wir nochmal zweimal USB und 230 Volt. Das wäre ja peinlich gewesen, hätten wir das vergessen.
Wer Interesse an dem Fahrzeug hat, wir verlinken euch Tankreisemobil natürlich wie alle anderen Händler immer in unserer Videobeschreibung bzw. Infobox. Ansonsten wäre schön, wenn ihr uns ein Abo dalasst und vielleicht auch bei Instagram oder Facebook folgen möchtet, genau, wollt. Da sind wir nämlich auch. Und ansonsten lasst uns gerne einen Daumen da und wir sagen bis demnächst. Jetzt steht ja Düsseldorf kurz vor der Tür, Messe Düsseldorf, Caravansalon. Und ja, es bleibt spannend. Wir schicken eine Abordnung nach Düsseldorf. Das wird nämlich Robert sein, ja, und seine Frau. Ich darf arbeiten. Aber das hatten wir ja schon erwähnt in unserem 6000 Abonnenten-Video, ne? Genau. Nils muss Schiff fahren und ich muss quasi nach den rechten Dingen gucken. Genau. Nein, Quatsch. Ich denke, wir sehen uns irgendwie irgendwo in Düsseldorf. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Tschüss. Macht's gut. Habt eine schöne Zeit. Für alle, die hier hinfahren, viel Spaß. Macht's gut. Tschüss.